Beim Graulschwimmen ist wichtig, dass man schön gestreckt im Wasser liegt, aber nicht zu verkrampft, damit man richtig gleiten kann, damit man die Graulzüge wirklich von vorne bis hinten ganz fertig machen kann. Der Arm ist vorne ausgestreckt und er ist dann hinten auch wieder ausgestreckt und der Zug soll nicht schon beim Bauch aufhören, sondern wirklich erst, wenn der Arm ausgestreckt ist. Zusätzlich soll man in der Rückholphase, wenn man den Arm wieder nach vorne bringt, den Ellbogen als höchsten Punkt haben und der Rest vom Arm, der baumelt nur nach unten. Und dann ist natürlich nur wichtig die Rotation, dass man sich eben ein bisschen mitdreht beim Schwimmen und dann fällt einem auch das Atmen leichter, weil man sich beim Atmen ja auf die Seite drehen soll und unter dem Arm durchatmen. Und wichtig ist, dass man davor unter Wasser ausatmet und dann beim Atmen einatmen. Beim Graulschwimmen ist ganz wichtig die Bein-Arm-Kombination. Es ist sehr wichtig, dass bei der Atmung der Beinschlag nicht aussetzt, sondern dass man gleichmäßig einen stabilen und durchgehenden Beinschlag hat, auch wenn man atmet. Und das ist vor allem ganz wichtig auf kurzen Strecken, dass man da wirklich durchgehend einen gescheiten Vortrieb über die Beine hat.